Rodels über dem See. So, Seeland. Oh weh, die Brodel sind auch hier. Oh ja. Aber hier braucht man nicht wirklich viele Monde. Am Seeufer. Also ich glaube, wir sind wahrscheinlich schnell wieder hier weg. Ja, jetzt sind es nur noch 7 Monde. 7 Monde, die uns fehlen hier im Seeland. Das ist das Mondquarz, was extra Monde aktivieren würde. Ich darf nicht den Reißverschluss kapern, sonst zählt das als 8. Kaperung. Das heißt, ich muss... Nein! Oh, bitte! Mario, du hast es doch drauf. Du hast es gelernt. Okay. Sind wir gerade hier. Eine kleine Notenjagd. Um ein paar Monde zu jagen, ist die Notenjagd jetzt erstmal gut. Ist ohne Kapern gerade verbunden, die Notenjagd. Und das ist gerade das Gute. So. Notenjagd im kühlen Nass. Geschafft! Hätte das gesehen? Ich hab den Sprung fast geschafft. Oh, shit. Warte mal, was, wenn ich direkt... Da! Na also! Geht doch! So habe ich den Reißverschluss ohne zu kapern gemieden. Nein, das ist Wüstenland! Nein, da muss ich doch nicht mehr hin. Da muss ich nicht mehr hin. Um an diesen Mond zu kommen, muss ich einen Reißverschluss kapern, deswegen meide ich diesen. Weil das zählt ja sonst auf das Kaperkonto. Und jetzt haben wir diese Zone erstmal ohne Kapern. Cheep, cheep, Wechsel. Ich kapere mir keinen. Ich müsste mir aber auch einen kapern, um zu Captain Toad zu kommen, eventuell. Aber wenn ich genügend Monde habe, dann kann ich hier abzischen. Weil ich sollte mir dennoch noch genügend Kaperungen aufbewahren. Weil ich sollte nicht gucken, dass ich direkt über 10 Kaperungen komme. Was wäre das denn, wenn ich auf einmal über 10 Kaperungen habe, obwohl ich nicht mehr als 10 haben möchte in dieser Challenge im Moment? Na quasi, eigentlich sollte man gar nicht kapern. Aber das ist erstmal so ein kleiner... Professorischer Anfang, weil so perfekt springen, ja, merkt man ja wohl. Kann ich ja wohl auch nicht. Ich habe mir jetzt gerade mal diesen Mond hier geholt, indem ich jetzt mal einfach hier von den Pfad hier mal reingeschwommen bin. Jetzt brauche ich nur noch 4. Wie herrlich. Da oben ist der Reißverschluss. Mal gucken, ob wir da noch oben einen Mond haben. Da schwimme ich doch mal einmal hoch. Nein. So, weiter geht's. Ein Skype-Anruf hatte kurz gestört, aber auf dem Konto stehen noch... Ja, wir haben 7-mal gekapert. So bitter es ist, wir haben im Moment 7-mal gekapert. Und ich glaube, da haben einige weniger geschafft als 7 Kaperungen. Aber das ist gerade auch das erste Mal, dass ich gerade so eine Challenge mache. Jetzt mal ganz ehrlich. Oh Gott. Oh shit. Nein, nein, nein. Ich brauche Luft, ich brauche Luft, ich brauche Luft, ich brauche Luft. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ja gut. Ah. Ertrunken. Gut, dass ich den Rücksetzpunkt aktiviert habe. Und denn hier sind nämlich in meine Coins gelandet. So, die schöne Jagd auf Monde. 1. So, das erste Mondstück. Ah, da Madori. Und da ist ja ein sichtbarer Mond.
Hoppe, hoppe, Dory. Ja, ehrlich. So, einmal ein bisschen schwimmen hier. Können wir noch 3 Monde klar Schiff machen und aufbrechen in das nächste Land, was dann in dem Moment Forstland wäre. Aber mal sehen, ob wir kapern müssen. Weil kapern ist da ziemlich schlecht. So, jetzt haben wir 2 Sternstücke, immer Mondstücke brauchen wir noch. So, jetzt bin ich einmal so in der 2D-Pixel-Reichweite. Da schnapp ich mir auch noch. Notenjagd in 2D-Wand. So. Mond! Ein Mond für dich. Notenjagd in den Klippen. Ach, das ist ja kein Mond. Dann gehe ich wieder raus. Super. 2 Monde fehlen noch, dann sind wir mit Seeland durch. Sehr schön. Ich skippe mal wieder. So. Checkpoint. Lass uns erstmal lieber hier weitermachen. Ein Geheimversteck. Super. Das bringt uns sicherlich einen Mond ein. Oh ja. Oh ja, jetzt muss ich mir noch einen Mond kaufen und dann abdampf auf zu Forstland. Aber ich denke, da kommt auch wirklich jetzt erstmal der kleine Cut bis zum nächsten Teil dann hin. Was soll man sagen? Die Challenge ist nicht ganz ohne. Die ist nicht ganz ohne. 7-mal haben wir gekapert. Zwischenbilanz 7-mal gekapert. Ja, ich möchte mir einen Mond kaufen. So. Herrlich, was? So. Jetzt haben wir alle 8 Monde und können zum Forstland. Unabhängig jetzt das. Ich reise jetzt mal zurück zur Odyssee. Aber definitiv haben wir den Reißverschluss schon mal vermieden. Das ist schon mal gut, dass wir den jetzt nicht gekapert haben. So. Die Monde nehmen wir mit. Und damit wäre es jetzt schon mal 30. Zwischenbilanz immer noch 7-mal gekapert. 7-mal. Von den 10, die wir hoffentlich nicht erreichen werden. Forstland. Reißen wir mal dahin. So, Forstland erreicht. Sehr schön. Fahrt zum Himmelsgarten. Na, das müssten wir doch ohne Kapern schaffen. Wie viele Monde? 16. Okay. Den kleinen Hasen jagen wir jetzt mal. Der ist nicht gekapert. Hoppel die Hopp im Wald. So, das ist der erste Mond von den 16 im Forstland. Mond kaufen? Klar, logisch. Wir brauchen die Monde. Aber wir müssen auch achten, dass wir nicht wirklich kapern. Also bisher mal im Wüstenland und in Seeland nicht gekapert, aber dafür im Hutland und im Kaskadenland. Was begehrt er in diesem Land? Blumen. So. Die Rätsel der Sphinx. Ehrlich. So. Okay. Ach du Scheiße! Mein Boden verschwindet nämlich hier. Oh.
Bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht. Nein! Tot. Nein, doch nicht. Ah ja, stimmt. Hier gibt's da noch das der Herz des Waldes. Gott. Dass uns das gerade das Leben gerettet hat. Wir hoffen, dass ich mich einfach erstmal Ruhe hier rüber kann. Ich muss hier Mond finden. Das war ein Taler. Ich brauche eine Frucht. Okay. Werfen wir die mal da rein und rauf. Hopp, nach oben. Nach oben. Aber wir sollten dem Boss hier nicht begegnen, weil wir da kapern müssten, eventuell. Deswegen sollten wir den meiden. Wirklich, wir sollten den dann meiden. Wenn wir kapern müssen, sollten wir den meiden. Ganz einfach. Wir dürfen nicht wirklich kapern. Okay, eins, zwei. Zack! Schon sind wir bei der Nuss. Schön verstaut im Tunnel. Das wäre jetzt Mond Nummer 3 im Forstland. Herrlich. So, Cappy hat nur den Hebel umgelegt. Aktuelle Zwischenbilanz nur 7-mal gekapert. Und nicht mehr. Okay, dann gehe ich wieder nach unten. Autsch. Ah ja, stimmt, das kann ich ja wegmachen. Ich darf nur keine... Ach ja, stimmt. Die Rana-Pflanze sollte erstmal keinen Stein gegessen haben. Dann kann nichts passieren. Dann kann mir jetzt erstmal gar nichts passieren. So, gehen wir mal einmal hier in diesen kleinen Challenge-Room rein. Autsch, okay. Shit. Okay. Tod! Okay. Rechtssprung. Ist jetzt zwar nicht die Keine-Sprünge-Challenge, aber wir dürfen nicht kapern. Wir dürfen es nicht. Mond. Überflutete Röhren. Fall. Plan. Ja, ja. Was auch immer für ein Geheimnis. Coins. So, schwimm, 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 schwimm. Mond. Unterwassertunnel. So, da kommen wir mal weiter hier mit dem Mond. Was soll man sagen? Wir kommen weiter. Ich dachte, es kommt noch nicht rechtzeitig, deswegen habe ich jetzt erstmal den Sprung gemacht. Ja, eine Nummer vorsichtiger als nicht. Okay, was soll man sagen? Starten wir jetzt mal damit durch. So, Checkpoint. Ist kein Mond. Autsch. Okay, ich gehe mal einmal hier rum. Die Vogelscheuche ist jetzt gerade nicht gekapert, aber Cappy sitzt drauf. Zählt nicht als Kaperung, weil Mario nicht mit reingesprungen ist. So. Feuerbude erledigt. Boom. Feuer in der Höhle. Super. Und komm zurück, Cappy. Ach ja, stimmt. Blöde Stelle. Ich muss hier gerade einmal ein bisschen Gift wegmachen. Ach du liebes bisschen. Die Piranha-Pflanzen machen mir gerade aber echt ein bisschen Ärger.
Okay. Jump. Jump. Okay. Muss ich außen rum. Ich muss hier außen rum. Und zwar ungefähr so. Und nicht gekapert. Wenn hier drin noch ein Mond ist, schaue ich mich einmal kurz hier drin um. Da ist eine Nuss, aber an die komme ich erstmal nicht dran. Egal, vergessen wir die jetzt mal. So, einmal nach unten. Schauen wir uns mal hier um. Danke, Gegner. Das war echt Luck. Dass ich gerade noch auf ihn gesprungen bin. So. Jetzt muss ich mit Wandsprüngen mal hier die Nuss öffnen. Na, hat doch funktioniert, so wie ich wollte. Hat doch funktioniert. So, Jump, Long Jump, Boom. Zack, vernichtet. Ein Mond für dich. Fahrt zum Himmelsgarten. Herrlich. Blumenliebe im Himmelsgarten. Ich glaube, hier machen wir jetzt einen kleinen Zwischencut und haben hier noch im Score 7, also im Score steht jetzt im Moment 7 mal gekapert von den, ja, 10 Kaperungen. Eigentlich hätte es vielleicht weniger sein können, aber für den Anfang sind 10 Kaperungen jetzt erstmal als Limit gesagt. 10 ist die Limitzahl. Wir sollten sie nicht erreichen. Sobald wir haben ja schon 7 Mal gekapert und am Ende wird noch eine Kaperung oder vielleicht 2 Kaperungen noch, ja, wie soll ich sagen, notwendig. Notwendig. Einfach mal so, wie ich sage. Notwendig. Gut, das soll es jetzt erstmal gewesen sein. Sollte euch der Start in die Challenge gestartet gefallen haben, wie immer, Daumen nach oben. Ja, Daumen nach oben. Und ja, wenn ihr ein Abonnent werden wollt, um die nächsten Folgen der Challenge nicht zu verpassen, also die nächsten Verpartungen der Challenge, im Moment steht es so, 7 Mal gekapert von den 10. Also bis dahin, alles Gute, haut rein, bis zum nächsten Mal und hoffentlich kapern wir demnächst nichts.